Cello, meine Damen und Herren, ich weiß, die einzige Frage, die euch aktuell auf den Lippen liegt, ist, wurde der Kerl mit dem Knife eigentlich gebannt? Weil der hat ja reingeraged. Die Antwort darauf kann man sich kaum schöner vorstellen. Erstens, ja, er wurde gebannt. Er hat gerade heute seinen Overwatch-Bann bekommen, beziehungsweise seinen Game-Bann. Also kein Wack-Bann, sondern einen Game-Bann. Zweitens, und das ist noch ein bisschen krasser, genau vor einer Woche hatte er hier 4 Seiten auf seinem Inventory und er scheint wohl noch kräftig nachgekauft zu haben. Achtung, das haben wir schon gesehen, also sein Knife, die Neon Revolution, der ganze Kram, der hier auf diesen hinteren 4 Seiten liegt. War jetzt nichts ultra besonderes, aber immerhin Ebbes, ne? Hier noch ein Light Rail mit am Start, die Models halt, ich weiß nicht, was die Sachen so wert sind, kein Plan, also die werden auch ihre minimale Wertigkeit haben. Aber guck mal, da vorne kamen ja noch neue Seiten hinzu. Was dafür spricht, dass er sich in einer gewissen Szene rumtreibt, davon haben wir jetzt ja schon mitbekommen, und zwar von Cheatern, die ja sich eben mit Skins eindecken und damit cheaten, um den Nervenkitzel irgendwie zu haben, falls sie gebannt werden, dass alles weg ist. Da hatten wir einen recht bekannten Fall vor ein paar Wochen, der dann auch noch das Video kommentiert hat und kurz mit am Start war. Ja, und jetzt haben wir halt ihn mit dabei und jetzt passt auf. Es geht dann noch weiter nach links. Und da ist jetzt erstmal nichts ultra wildes dabei, ne? Ich meine, die Sachen sind alle eher Billo-mäßig. Ich weiß nicht, ob hier irgendwas mit einer gewissen Wertigkeit dabei ist. Jetzt auch gut, die Swag vielleicht ein bisschen. Ne, die sind BS. Hier ist ein Cortex dabei. Ja, naja, hier sind noch ganz viele Schrotflinten, was weiß ich. Hier ist eine, okay, diese Stymphalian ist, oder Stymphalian, wie die ausgesprochen wird. Ich glaube, die hat auch ein paar Euro, aber nicht viel. Aber, guck mal hier. Handwraps Overprint in Field-Tested. Das sind, was weiß ich, 300 Euro, 320 Euro, vielleicht 330, ich weiß es nicht. Also das ist schon ein Bröckchen. Dann ja nochmal eine Swag 7, nochmal eine Stymphalian. Also mit dem Knife und diesem ganzen kleinen Kram, wenn man es jetzt alles zusammenzählen würde mit der Mortis und so weiter. Was ist hier noch? Das ist alles Schotter eigentlich. Ich weiß nicht, ob die irgendwas können. Die Grip Revolver in Minimal, wären die auch ein Euro wert? Ich weiß es nicht. Hier nochmal eine Stymphalian. Er hat hier vorne noch eine Roll Cage, auch die ist jetzt nicht komplett wertlos. Hier noch eine kleine Fever Dream, die auch ein bisschen was hat, ja, kann. Nochmal eine Stymphalian. Also ich sag mal, mit dem Knife zusammen, das ja auch um die 300 Euro wert ist wahrscheinlich, oder 320 oder sowas. Wenn wir nochmal ganz grob rechnen und insgesamt auf 650 gehen, dann sind es 800 Dollar fast, die hier auf dem Account liegen. Aua, 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 das brennt. Dass das so einen weggehauen hat mit so einem fetten Inventory Value, ist natürlich echt eine sweete Geschichte. Einen kleinen Wermutstropfen haben wir dennoch. Wir haben ja 3 weitere Fälle gemacht. 2 davon waren ja eindeutige Rage-Hacker. Die sind noch auf freiem Fuß. Die haben keinen Bann. Der 4. oder halt 3. in dem Fall, der letzte Fall, bei dem ihr auch gesagt habt, da wissen wir nicht so genau, dem würden wir eher nichts drücken, habe ich auch nichts gedrückt. Der ist auch immer noch unterwegs. Also, ja, wir waren uns da ja alle nicht sicher genug, um was zu drücken. Das ist ja auch die richtige Einstellung. Wenn man sich nicht hundertprozentig sicher ist, dann soll man es ja lieber nicht drücken. So, ich bin auf dem 2. Account, ist euch sicherlich schon aufgefallen, weil ich auf dem Main Account mal wieder meinen Rank verloren habe, aufgrund von Inaktivität, und da kann ich keine Overwatches machen. Deswegen holen wir uns die 3 neuen Fälle, oder vielleicht sogar 4 neuen Fälle, von hier. Wobei ich die 2 von letztem Montag im Auge behalten werde, die reingeraged haben. Weil die müssen ja schon noch gebannt werden, ne? Na gut, dann laden wir uns mal den nächsten Grasdackel runter. So. Oh, das geht schnell. 100 Pro Wingman-Fall. Ob wir da was erkennen werden können, weiß ich nicht. Ich ziehe mir schnell noch den Fall. 3 Megabyte. Holy shit. Der ist ein bisschen arg winzelbinzelig. Heute ist der 10.05. Und morgen ist übrigens Livestream. 18 Uhr kommt dazu. Wir können auch gerne mal wieder live ein Overwatch machen, wenn ihr wollt. 10.05. Demo 1. Dann ballern wir mal rein. Ah ja. Mhm. Kecko. Richtiger Lauchlappen, Later Proper Raider, Monsieur, bye bye. 3 Jahre warten, bis der nächste Fall da ist und dann geht's weiter. Ouch! Oh, hi. Wait a minute. Na also, da ist ja doch der nächste Fall, Ellie. Ich hoffe doch jetzt auf einen normalen Fall, weil ich wirklich ewig warten muss, bis überhaupt irgendwas kommt. Und jetzt hätte ich gerne einen, den ich direkt ein bisschen anschauen kann. Dankeschön, Counter-Strike. Na, guck mal, ist ja auch Vertigo. Also da kann man ja eigentlich gar nicht drauf hacken, oder? Oh, sieht erstmal ganz gut aus. So, komm, wir machen hier mal ein bisschen. Ah, ja. Die gehen unten auf A. Er hört sie. Könnte sie aber auch sehen, ne? Wer weiß. Mhm. Beachtet hier bitte, dass er sich bis eben sehr sicher war, dass da oben keiner mehr war, ne? Hier bei ich finde gerade meine Maus nicht, bei Yellow. Ihr wisst schon, hier drüben halt. Da war er sich direkt ganz sicher, dass der Rest so noch unten ist. Er geht wieder rüber auf A. Die Gegner kommen auch wieder auf A. Sie kommen hoch. Schau mal hier. Er ist sich jetzt auch instant für Show gewesen, dass sie dort kommen und nicht hier von links. Mhm.
Also, ich würde bereits jetzt sagen, dass eine gewisse Info da ist. Achtung, der Gegner rennt weg. Na gut, er war noch ein bisschen aufmerksam. Noch ein bisschen. Aber der Gegner könnte auch hier stehen und er spielt da mit einer Smoke rum. Also, hätte er close stehen können. Wir beobachten das mal weiterhin. Mit der Vision, die er hat, möglicherweise. Hat übrigens keine Skins, so wie das aussieht. Aber er leckt ein bisschen, ne? Leckelt vor sich hin. Oh mein Gott, da war der Gegner. Hallo? Willst du nicht was machen? Ja, die ganze Demo leckt irgendwie. Was hat er denn hier für... Er hat einen 5er Ping. Hat er Longarm? Gibt's sowas überhaupt noch? Nee, ne? Er war da noch nicht wirklich in der Nähe, um ihn zu knifen, oder? Früher bei, ich glaube, 1.6 gab's Longarm. Oder es wurde zumindest gebauschelt, also dass du von weiter weg halt Leute irgendwie knifen kannst. Hier auch wieder, ne? Seine... Ja, okay. Habt ihr es gesehen? Nicht nur, dass die Vision da war, das Fadenkreuz hat eben auch noch kurz drauf korrigiert. Also, da wird auf jeden Fall Vision, wie auch Aim Assist am Start sein bei ihm. Können wir eigentlich durchspulen, oder... Wegen Vision wird er so oder so gebannt. Und Vision hat er ja eindeutig. Das ist ja schon mal ganz klar festzustellen. Das mit Aim, da bin ich mir eigentlich auch schon sicher genug. Auch gerade eben wieder dieses Draufkorrigieren am Ende. Er ist nicht drauf, schießt, das trifft er halt. Also, ja, das ist, oder? Braucht er da noch? Nee, komm. Ich gehe einfach jetzt mal ganz lurchig, wie ich bin, hier durch. Komm, den einen, gucken wir uns noch an. Macht er nicht selbst. Selbst mit Info. Macht er das so nicht. Also dem werde ich nicht nur Vision, sondern auch Aim drücken. Da bin ich mir 100% sicher. Die Geräusche. So, mein Freund. Aim und Vision. Aber ja, bei Other und so weiter, da kann man eigentlich nichts machen. Fall 3. Come on. So, und der letzte Fall. Vielleicht, je nachdem, wie lange er geht. Bumm. Aber ich denke, so ein Glücksfall wie letzte Woche, der Kerl mit dem Knife und mit dem ganzen Schotter, ich glaube, sowas werden wir erstmal wieder nicht haben. Wir kriegen jetzt erstmal wieder ganz viele Kacknasen. So, er ist im Moment noch normal. Ich kann hier leider nicht in die erste Runde springen. Ich lasse es daher einfach durchlaufen. Obacht, es geht los. Er wird von seinem Mate geblockt. Okay, okay. Also, ich wollte gerade sagen, Standardaufstellung bei den CTs, aber es ist nicht wirklich. 3B, einer steht noch am Spawn rum. Okay, jetzt geht er auf A. Also wir haben hier drüben einmal Bell im Arch. Okay, wow. Aber soweit so gut. Oben ist noch einer, der wurde gecallt in Balcony. Und somit ist A auch schon frei. Er will nach hinten auf B. Ich hoffe, er macht das nicht... Wow, was war das für ein Lag? Wahrscheinlich ein Demo-Lag. Ja, ist irgendwie klar, dass auf B nichts ist, ne? Die Mates kreischen von hinten. Achtung, wir werden überrannt von Mitte. Und ich gehe erstmal auf B für alle Fälle. Warte mal. Oh, die diffusen. Okay, also, dass da einer steht, ist sehr wahrscheinlich natürlich bei drei... Was ist denn der für einen Lenkrad-Move eben gemacht? Bei drei restlichen Feinden. Aber... seine Foresight... Also auch dieses, dass er irgendwie wusste, dass er geduckt ist... Spricht nicht für ihn. Wir gucken mal weiter. Er spielt zwischendurch ganz komisch. Also, als wenn er rumlenken würde, so richtig. Ne, er will rum und kann nicht ganz. Also, sein Fadenkreuz lässt ihn dann irgendwie nicht. Müsst ihr mal drauf achten, das war jetzt zweimal vorhin in der ersten Runde. Oh, jetzt muss er wohl noch ein bisschen einstellen. Jetzt ist er am Rumdopsen hier. Okay, also Upper Mid ist niemand. Und er hört auch direkt auf rein zu aimen. Da kommen zwei. Da könnte er natürlich jetzt was durch die Smoke machen. Auf den Sitzenden hat er auf jeden Fall satt draufgeballert. Aber er rafft halt sonst überhaupt nichts vom Spiel geschehen. Ne? Also ja, deswegen muss er jetzt den hier machen, ne? Wer nichts rafft. Er braucht halt maximale Hilfe. Mal gucken, ob er so einen Kill bekommt. Achtung. Ich habe letztens nämlich einen Fall gehabt, da habe ich ganz kurz gedacht, ich zeige euch den doch, weil der Aufhänger gewesen wäre. Suspect trifft trotz Raycheck nichts. Und somit war es das auch mit ihm. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Zeit wir dann im fertigen Video haben werden. Aber ich denke, für mich wäre es nicht schlecht, wenn ich hier cutten würde. Und wisst ihr was, das mache ich jetzt auch gerade mal. Vielen Dank fürs dabei sein. Nächstes Mal geht es dann wieder weiter, also am Montag mit den Auswertungen dieser Fälle. Und ich halte euch, wie gesagt, noch auf dem Laufenden, was die zwei anderen von vor einer Woche angeht. Oder dann eben 14 Tagen. Vielen Dank fürs Zusehen, für die Likes und für die Kommentare. Haut da rein. Wir sehen uns dann morgen, wie gesagt, im nächsten Livestream ab 18 Uhr, also am Dienstag. Oder eben übermorgen im nächsten Video. Bis dann. Later. Aber nicht direkt later, denn meine Patrons und Kanalmitglieder sind ja auch noch am Stiesel. Vielen Dank an euch. Gruß und Kuss auf die Nuss. Ich hau rein. Later.